Statt links 2-3 heißt es für sie ab heute Moin. 11 ehemalige Zeitsoldaten sind Polizeimeisteranwärter. Mit dem neuen Weg will die Polizei dem drohenden Nachwuchsmangel durch immer mehr Pensionierungen begegnen. In den kommenden Jahren sollen bis zu 1200 Polizisten jährlich ausgebildet werden. Die Bundeswehr hat ein Interesse daran, Perspektiven zu schaffen für Soldatinnen und Soldaten, die dort ihre Zeit in der Bundeswehr absolviert haben. Und wir haben ein Interesse daran, Menschen zu erhalten, die besondere Kenntnisse für den Polizeiberuf mitbringen. Und ich glaube, hier haben sich zwei Bereiche gefunden. Und die ersten Erfahrungen zeigen jetzt auch, dass wir, glaube ich, einen ganz guten Weg beschreiten werden. Bundeswehr und Polizei, was erst einmal logisch klingt, ist nur zum Teil deckungsgleich. Im Kampfeinsatz sind Kompromisse eher hinderlich. Befehl und Gehorsam sind wichtige Eigenschaften. Und auch beim Gerät hilft der Umgang mit Panzer und Haubitze bei der Polizei nur begrenzt weiter. Hier zählen eher soziale Kompetenzen beim Umgang mit dem Bürger. Selbstständigkeit und ein hohes Maß an Verantwortung, nicht nur gegenüber den Vorgesetzten, sondern natürlich auch gegenüber der Bevölkerung, sind also wirklich prägende Eigenschaften des Polizeidienstes. Und das sind große Unterschiede, die wir hier in der Ausbildung den jungen Kolleginnen und Kollegen beibringen werden. Arbeitsplatzsicherheit ist ein wichtiges Argument bei der Berufswahl. Aber oft geraten Polizeibeamte zwischen die Fronten. Dazu ein anstrengender Schichtdienst. Wer nur des Geldes wegen Polizist wird, ist wahrscheinlich eher schlecht beraten. Mit gut 2000 Euro netto geht es nach der Ausbildung los. Die Anwärter der Bundeswehr hingegen bringen eine gesunde Portion Idealismus schon mit. Weil ich mir vorstelle, dass dort die Abwechslung trotzdem drin ist, dass man herausgefordert wird, jeden Tag aufs Neue. Man hat jeden Tag neue Begegnungen mit neuen Menschen aus unterschiedlichen Schichten. Und das macht das so spannend und so attraktiv. Bei anderen Eigenschaften ist die Schnittmenge größer. Einzelkämpfer sind nicht gefragt und Einzelgänger schon gar nicht. Beide Jobs sind gefährlich. Bei der Polizei ist das tägliche Risiko noch etwas präsenter. Zusammenhalt ist wichtig, im Extremfall lebenswichtig. Die Kameradschaft, die Teamfähigkeit, der Zusammenhalt, dass man gemeinsam zusammen wächst und sich den Herausforderungen annimmt und diese bewältigt. Statt 30 Monate dauert ihre Ausbildung aufgrund der Vorkenntnisse nur 18 Monate. Der neue Lehrgang ist ein Pilotprojekt. Ob es erfolgreich ist, wird die Auswertung in 3 Jahren zeigen.